One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Die Spende für das Waisenhaus Gieben weg. Wie, du kommst nicht? Ja, ich weiß, ich hätte natürlich mit euch gefeiert, wie immer. Aber Georg, eine spontane Einladung auf eine Berghütte. Ecki, wir sind bei Anna zum Essen eingeladen. Alle zusammen. Ja, ich weiß. Aber Skifahren, ich bin ewig nicht Ski gefahren. Und die Jungs habe ich schon seit der Uni nicht gesehen. Du, wenn ich der Einzige bin, der da jetzt nicht kommt, dann... Na dann, Hals- und Beinbruch. Ja, und sag Anna bitte noch mal, dass es mir leid tut, ja? Tschüss, Ecki. Frohe Weihnachten. Frohe... Ja. Ecki? Georg, du, ich bin's. Ich weiß nicht, ob das heute Abend klappt. Aha. Ja, ich muss leider zum traditionellen Weihnachtsempfang von Richter Rudolf. So ein ganz exklusives Ding, kommen nur ausgewählte Juristen. Der Richter will mir gerne ein paar Connections verschaffen, die mir auch wirklich helfen würden, also so beruflich. Verstehe. Bist jetzt nicht sauer, oder? Nein. Ich meine, sieh's mal so. Bleibt auch für dich mehr übrig von Annas tollem Essen. Toll. Ich komme dann einfach am ersten Weihnachtsfeiertag vorbei, okay? Oder am zweiten. Oder am dritten. Ja, tschüss. Frohe Weihnachten. Frau Holtkamp. Herr Rudolf. Vielen Dank, dass Sie mich noch so kurzfristig eingeladen haben. Ach, für so vielversprechende Talente habe ich immer einen Platz. Wollen wir? Ich dachte, der Empfang ist in 2 Stunden. Ach, ich nehme Sie mit in meinen Wagen. Ja? Wilsberg. Wer ist denn da? Georg, mich hat total erwischt. Anna, ich habe dran gedacht. Orangenmarmelade. Orangenmarmelade? Ja, die letzten 2 Gläser. Ich hab dran gedacht. Georg, ich bin total erkältet. Ihr müsst ohne mich feiern. Ich bleib Weihnachten im Bett. Naja, aber du musst doch was essen. Ich komme einfach vorbei. Mach das nicht, mach das nicht. Der Arzt hat gesagt, ich bin hoch ansteckend. Sag doch Alex und Ecki, dass es mir wirklich total leid tut, dass ich dieses Jahr nicht für euch kochen kann. Die beiden werden sehr enttäuscht sein. Die werden es verkraften. Frag doch Overbeck, der hat bestimmt noch keine Pläne. Tschüss, Anna. Fröhliche Weihnachten. Mir wurde ja zugetragen, dass Sie sich schon seit Jahren eine Einladung zu meinem Weihnachtsempfang wünschen. Ist das richtig? Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Wissen Sie, Frau Holtkamp, das schätze ich an Ihnen. Sie sagen, was Sie denken. Sie haben einen untrüglichen Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das Einzige, was Ihnen fehlt, ist Vitamin B. Ja, das kriege ich ja dann wohl heute Abend. Ja, in einer Überdosis, wenn Sie wollen. Hoffentlich reagiere ich nicht allergisch. Ja. Wissen Sie, was mich allergisch macht? Diese ständige Beschallung mit diesem Weihnachtskitsch, das ist doch widerlich. Ah, besser, ne? Na dann.
fröhliche Weihnachten. Ich habe hier ein Paket für... Hallo? Information für Reisende nach Eschkül über Köln, Mannheim, Stuttgart. Der EC 104 hat aufgrund von hohem Fahrgastaufkommen etwa 30 Minuten Verspätung. Ja, ist ja auch ein Wunder. Es ist Weihnachten, findet immer im Winter statt. Da ist die halbe Welt unterwegs. Eine Information für Reisende Richtung Österreich. Der EC 104 nach Eschkül fällt heute aus. Wie bitte? Grund ist eine Witterung. Wollen die mich verarschen? Hä, was? Das gibt's doch nicht! Sicherheitshinweis, bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Oh nein! Santa Baby. Just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Frohe Weihnachten. Tut mir leid, wir haben geschlossen. Bitte. Sie sind doch Privatdetektiv, oder? Bitte. Seit wann ist Ihre Freundin verschwunden? Seit gestern Abend. Wäre nicht der erste Vater, der kalte Füße bekommt. Ich weiß. So ist Johannes nicht. Er ist richtig begeistert, Vater zu werden. Aber? So eine Familie ist halt auch teuer. Ich kann nicht mehr arbeiten, weil seit dem 6. Monat viel liegen muss. Und Johannes studiert noch. Er hat jeden Aushilfsjob angenommen, den er kriegen konnte. Und welchen zuletzt? Das ist es ja gerade. Er wollte mir das nicht erzählen. Und immer, wenn ich nachgehakt habe, dann ist er ausgewichen. Oder sogar richtig sauer geworden. Und dann haben sie sich gestritten und er ist abgehauen. Vorher hat er noch einen Anruf bekommen. Ich habe die Nummer zurückgerufen. Da ging eine Frau ran. Sie hieß... Eva Römer. Ja, ich habe sogar schon die Adresse rausgefunden. Ja, sehe ich. Vielleicht können Sie ja da nachhaken. Ich glaube nicht wirklich, dass Johannes mich betrügt. Ich will einfach wissen, was da los ist. Naja. Aber Sie haben bestimmt schon was Besseres vor, als über die Feiertage zu arbeiten, oder? Ich freue mich schon darauf, Ihre Frau kennenzulernen. Na, die hantiert noch bis kurz vor knapp in der Küche rum. Nimm dieses ganze Gekoche sehr ernst. Allerdings nur zu Weihnachten. Natürlich bekomme ich täglich Anfragen aus der Industrie, ob ich nicht in diesen oder jenen Aufsichtsrat wechseln will. Ja, dieser Respekt meiner Person gegenüber, das ist schon beeindruckend. Ne? Bitte. Tja, ist immer gut, einen Richter in der Tasche zu haben. Was? Ich meine, Sie als Freund zu haben. Sie wissen eben alle, ich sage es, wie es ist. Bei mir gilt, nicht lange herumschwafeln, sondern die Dinge anpacken. Ganz ohne Scham und ohne schlechtes Gewissen. Ja. Sagen Sie, wo ist denn die Küche? Die ist da, aber wir beide, wir trinken erstmal ein kleines Kognakchen. Ach, ich denke, Ihre Frau hat sicherlich auch Lust auf einen Schluck. Hm? Hallo, Frau. Das ist jetzt aber nicht die Deko, die geplant war, oder? Das ist eine Katastrophe. Die haben mir mein ganzes Gepäck geklaut, samt Skiern. Ja, saublöde Ausrede. Mensch, Martin, das ist keine Ausrede. Und ich dachte, du hast dich drauf gefreut. Wie, natürlich habe ich mich auf euch gefreut. Aber selbst wenn ich mich jetzt ins Auto setze, bin ich vor morgen Nacht nicht da.
Und nach den Feiertagen muss ich wieder arbeiten. Ja, bla, aber weißt du was? Wir könnten noch... Ja, ist gut. Weißt du was? Vergiss es. Tschüss. Hallo? Hallo? Mist. Ihr Weihnachten ist also auch versaut. Jetzt sieht's schon wieder besser aus. Evelyn. Ecki. Wein, Bier? Wein gerne. Weihnachtsmann ist aus. Das macht nichts. Und Sie, Eva Römer? Wieso? Johannes Zimmermann hat sie mir empfohlen. Wer? Johannes Zimmermann. Ende 20, großschlank. Kenn ich nicht. Aha. Leider. Sie haben ihn angerufen vor 2 Tagen. Sag wer? Warum haben Sie denn so schlechte Laune? Ist doch Weihnachten. Ich hasse Weihnachten. Warum verschönern Sie uns die Festtage nicht und sagen mir, wo ich Johannes Zimmermann finde? Hören Sie, vielleicht wollte sich Ihr Freund einfach nur ein Kostüm ausleihen und ich habe ihn zurückgerufen, um ihm zu sagen, was noch da ist und was nicht mehr da ist. Darüber gibt's doch bestimmt Unterlagen. Das ist ein Kostümverleih, nicht das Einwohnermeldeamt. Weihnachtsmann ist aus! Ich will keinen Weihnachtsmann. Ich bin einer der Hirten. Und deshalb suche ich ganz dringend... Nee. Spielen Sie etwa auch mit? Bei was? Das Krippenspiel. Im Gemeindezentrum. Dieses Jahr nicht. Schon klar. Ehrenamtlich ist nicht so Ihr Fall. Hm? Dafür ist ja alles, was Sie machen, umsonst. Ich vermittle unsere christlichen Werte. Mit einem Krippenspiel. Für unsere neuen Mitbürger aus dem Ausland. Was dagegen? Solange Sie nicht Jesus sind. Leute, nehmt doch einfach ein Zimmer. Ich mache nämlich jetzt hier Feierabend. Aber ich muss den Hirten geben. Sie haben doch bestimmt von unserem Integrationsprojekt gehört. Polizei und Kultur. Unsere Werte, eure Zukunft. Aha. Sie sind von der Polizei. Sieht man das nicht? Naja, wenn es für einen guten Zweck ist. Da hängt noch der ein oder andere Scheich. Passt bestimmt. Wie jetzt? Das ist doch... Was? Also, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist ein Integrationsprojekt. Da hinten ist privat. Ja, ist mir klar. Und da ist der Ausgang. Nicht schlecht. Als Scheich. Hirte. Und? Wie verbringen wir die Feiertage? Mit dem Patenkind? Merle? Die feiert doch nicht mit ihrer Gruft, die Tante. Die sitzt wahrscheinlich die gesamten Feiertage vorm Computer und hackt sich ins Pentagon. Aber die üblichen Verdächtigen aus deinem Freundeskreis kommen bestimmt, was? Nein, dieses Jahr nicht. Ich muss auch mal an mich denken. Da machst du noch ein paar Wickel rein. Mann, es ist wirklich jedes Jahr dasselbe. Stehe stundenlang in der Küche, ich rackere mich ab. Dann meckert ja doch wieder irgendjemand. Dürfen wir schon mal abkassieren? Tosca möchte heute früher Schluss machen. Ja, klar. Bitte. Danke. Und dann die Sache mit den Geschenken. Ich gebe mir wirklich Mühe, das Passende zu finden. Was schenken die mir? Irgend so einen angestaubten, billigen Scheiß. Ist ja furchtbar. Ja, dieses Jahr also keine Ente, keine verzweifelte Jagd nach der Orangenmarmelade. Stattdessen lehne ich mich ganz entspannt zurück. Genau. Ich habe mir eine sauteure Flasche Wein gekauft. Und ich sage dir was, ich trinke die ganz alleine. Na klar. Deine Freunde sollten mal darüber nachdenken, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Nächstenliebe, Mitgefühl, Rücksichtnahme. Hör mal, Frau Springer, da stimmt was nicht mit deiner Karte. Echt? Das ist jetzt das 3. Mal. Oh. Das werde ich klären.
Sofort. Frau... Ist eigentlich bei euch los? Ja, ups. Weihnachten. Meine Karte funktioniert nicht. Habt ihr mein Geld ausgegeben? Lass ich mich raten, wofür? Für den alljährlichen Puffbesuch des Betriebsrates oder die Erhöhung der Vorstandsboni? Alles in Ordnung? Wenn alles in Ordnung wäre, dann würde ich nicht hier stehen, mein lieber junger Freund. Dann würde ich nicht meine kostbare freie Zeit wegen Ihrer Inkompetenz in diesem Abzockertempel vergeuden. Also los, machen Sie sich an die Arbeit, aber zack, zack. Eine Arbeit, die vermutlich jeder Schimpanse erledigen könnte. Gott. Marie-Anne redet schon ganz prima. Hände hoch und auf den Boden! Darüber zu den anderen. Runter auf den Boden. Das wird ja immer schöner. Na los, Sie auch. Entschuldigung, wie lange dauert denn noch der Überfall auf die Bankfiliale am Fischmarkt? Klappe! Ich meine ja nur, ich finde, Sie sollten sich beeilen, bevor die Polizei kommt. Denn wenn das erstmal eine langwierige Geiselsituation wird... Haltet endlich die Klappe! Seien Sie doch endlich mal still. Genau! Und auf den Boden! Dann hauen die noch mit dem Geld ab. Ja, hoffentlich. Das ist das Geld ihrer Kunden. Wir sind versichert. Ja. Nur nicht gegen den Verlust von Anstand und Gewissen. Halt! Stopp! Halt das hier rein! Na! Ich. Hören Sie mal, ist Ihnen eigentlich klar, was so ein falscher Notruf kostet? Hören Sie mal, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie soeben an den Tätern vorbeigelaufen sind? Ha? Langes Gewand, Rauschebart. Klickert da was? Nein, Lütke, ich hab nicht verschlafen. Jetzt mal schön locker bleiben. Es läuft alles nach Plan. In 5 Minuten bin ich da. Und heute Abend. Das wird bombig. Hey!
Ach nee, meine Herren, das ist der Falsche. Overbeck? Wie sehen Sie denn aus? Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Dann braucht die Polizei also ständig deine Hilfe. Sagen wir mal so, wenn mein Partner und ich nicht wären, dann würde ich mir um die Kriminalstatistik in Münster Sorgen machen. Echt? Vielleicht sollte ich dich engagieren, um rauszufinden, wer diese Tussi war, die heute Morgen unbedingt zu meinem Mann wollte. Obwohl, ach, ist ja klar, wieso. Wieso? Du bist doch... So ein selbstgefälliges Arschloch. Attraktiv. Und noch viel mehr als das. Das sagst du jetzt nur, weil du an Weihnachten nicht allein sein willst. Möglich. Evelyn, ich finde, du hast es verdient, glücklich zu sein. Und glaub mir, du wirst sehr bald jemanden finden, der dich zu schätzen weiß. Darauf. Prost. Eine Sekunde. Da bin ich ja mal gespannt. Fröhliche Weihnachten, Eggy Talcutter. Doch nicht. Was soll denn das? Hallo? Hey, der ist besetzt. Selbst schuld, wenn der sie hier so sitzen lässt. Georg? Georg? Kannst du mich hören? Was der Himmel ist denn? Der verstellt sich doch nur. Ach, vielleicht sollten wir doch einen Arzt rufen. Wieso? Du bist doch wieder gesund. Sie waren krank? Ja, nur um unser Weihnachtsessen abzusagen. Was denn für ein Weihnachtsessen? Ente à l'Orange. Kocht ihre Chefin großartig. Waren Sie noch nie eingeladen? Du bist hier eingebrochen. Sag mir mal, warum. Weil hier anscheinend jemand was zu verbergen hat. Wenn das so wäre, dann hätte Frau Römer ja wohl kaum die Polizei gerufen. Ja, ich kooperiere völlig und auch gern. Prima. Dann sagen Sie doch mal, was zwischen Ihnen und Johannes Zimmermann läuft. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich kenne keinen Johannes Zimmermann. Wer soll denn das sein? Genau, wer soll denn das sein? Mandantengeheimnis. Ha! Würde mich nicht wundern, wenn sein Mandant einer von denen ist. Einer von denen? Die sich als Weihnachtsmann verkleidet haben. Ist das denn strafbar? Ja, wenn man damit eine Bank überfällt. Ich habe nachgefragt. 250.000 Euro. Der hätte ich wohl auch gern. Ach wirklich? Zufällig wurde der Bankraub in Kostüm verübt. Ach wirklich? Und zufällig habe ich Ihnen ja auch ein Kostüm ausgeliehen. Sie haben mir gesagt, Weihnachtsmann ist aus, weil alle entsprechenden Kostüme verliehen waren. Wie viele Weihnachtsmann-Kostüme haben Sie denn? Müsste ich nachgucken. Ja, ist eine gute Idee. Und dann machen Sie mir eine Liste von all denen, die eins ausgeliehen haben, ja? Sehr gern. Und was passiert mit dem? Herrn Wilsberg. Werden wir auf dem Präsidium weitergrillen? Ich bin sicher, er hat uns eine Menge zu... Wilsberg! Die Liste, Overbeck, die Liste. Ziehen Sie endlich dieses blöde Scheichkostüm aus. Hirte! Fürs Krippenspiel! Georg! Dass du mich anlügst am Weihnachten. Ich wollte bloß einmal, ein einziges Mal... Allein sein? Ist euch das wirklich lieber? Wenn ja, dann schwurbelt euch keine Ausreden zurecht, sondern steht gefälligst dazu. Wollte ich halt nicht verletzen. Und was ist denn mit dir? Sagst du eigentlich immer die Wahrheit? Warum bist denn du da eingebrochen? Dann sind wir jetzt ja quitt. Hallo? Hallo.
Georg, ich brauche deine Hilfe. Ich denke, du bist bei dem überaus wichtigen Empfang von Richter Rudolf. Ja, fällt aus. Seine Frau ist verschwunden. Noch jemand. Wie? Ich habe ja auch einen vermissten Fall. Ja, aber hier geht's um Richter Rudolfs Frau. Wenn ich die wiederfinde, dann... Dann find sie doch wieder. Was ist denn mit dir? Ich bin niedergeschlagen worden. Was, von wem denn? Von der Besitzerin eines Kostümverleihs. Du wolltest ihr ein Kostüm leihen? Nein. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, dass... Fröhliche Weihnachten. Wieso bist denn du nicht im Skiurlaub? Seit wann weißt du denn davon? Ich rede seit Wochen darüber, wie sehr er sich darauf freut. Mit mir nicht? Oh. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Da dachte ich lieber heute Morgen kurz und schmerzlos. Ja, damit du nicht beleidigt bist. Beleidigt? Ich bin nicht beleidigt. Da du jetzt ja offenbar nicht in den Urlaub fährst, wirst du was Sinnvolles zu tun? So. Wissen wir denn jetzt endlich, wer die Weihnachtsmannkostüme ausgeliehen hat, Overbeck? Anhand dieser Liste lässt sich das nicht feststellen. Denn keiner dieser Menschen existiert. Ja? Was? Die Bank. Die Bank. Hauptkommissarin Springer. Sie wollten uns die Videos schicken. Wo bleiben die denn? Weihnachten. Bitte? Ja, ich sagte, es ist doch Weihnachten. Machen Sie doch mal nicht so einen Kopf wegen dieses lächerlichen Überfalls. Wir setzen Sie wegen den gestohlenen 500.000 Euro auch nicht unter Druck. Sie sagten, es fehlen 250.000. Ach so, haben wir das gesagt? Na, dann müssen wir uns wohl verzählt haben. Ach ja? Ach, ich verstehe. Sie wollen die höhere Versicherungssumme. Rettungsschirme waren und sind für Sie einfach nicht groß genug, was? Jetzt hören Sie mir mal zu. Nein, nein, jetzt lassen Sie mich ausreden. Ich werde Ihnen das Geld zurückbringen. 250.000, nicht mehr, nicht weniger. Und wenn ich dafür Weihnachten, Silvester und Neujahr Deutsch arbeiten muss. Und Sie bringen jetzt die Videos her. Sofort! Hallo? Scheißbank! Ah, Herr Wilsberg. Hallo. Oh nee, ich habe ganz vergessen, Sie anzurufen. Ach. Es hat sich alles aufgeklärt. Hm. Er ist wieder da. Mhm. Hallo. Tag. Ja, ich habe einfach Panik gekriegt. Ich weiß, das ist keine Entschuldigung. Ich hätte mich viel früher wieder melden müssen. Aber jetzt sind wir wieder versöhnt. Ein Weihnachtswunder. Mhm. Tja, dann können Sie Ihre Ermittlungen jetzt also wieder einstellen. Toll. Es tut mir leid, dass ich Ihnen so einen Stress gemacht habe. Ich bezahle Sie natürlich. Ich übernehme das. Moment. Was schulde ich Ihnen denn? Sagen Sie mir ganz ehrlich, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ja, klar. Was soll nicht in Ordnung sein? Der Mann, den ich liebe, der ist wieder bei mir. Es ist Weihnachten. Wir kriegen vielleicht heute noch unser Kind. Wie viel? Lassen Sie mal. Ist ja Weihnachten. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Pech gehabt, Arschloch. Sind Sie sicher, dass dieser Sessel-Jockey vom Finanzamt mir behilflich sein kann? Herr Thalkötter ist ein absoluter Leistungsträger in der Deliktei Wilsberg. Und er hat ein untrügliches Gespür für kriminelle Aktivitäten. Das ist Mousse au Chocolat. Aha. Eine Spezialität meiner Frau. Ach. Können Sie sich eigentlich vorstellen, was das für mich bedeutet? Selbstverständlich. Ich war also eine halbe Stunde am Telefon. Musste allen meinen Gästen sagen, dass der Weihnachtsempfang nicht stattfindet. Mein Empfang, das Event des Jahres. Und jedem Einzelnen musste ich vorheucheln, dass meine Frau plötzlich erkrankt ist. Obwohl ihr wohl klar ist, dass sie mich nur verlassen hat. Hast du gesagt, sie ist entführt worden? Sie haben doch gesagt, sie ist entführt worden. Ja, mir fiel auf die Schnelle nichts Besseres ein. Haben Sie denn noch mal versucht, sie anzurufen? Ja, aber sie geht nicht ran. Hat sie in letzter Zeit angekündigt, sie zu verlassen? Nö. Gab es einen größeren Streit? Definieren Sie größer? Einen Grund. Meinen Sie? Ja, sie ist immer eifersüchtig. Glaubt ständig, ich hätte was mit jüngeren Frauen. Keine Ahnung, warum. Ach was.
Glauben Sie denn, dass Ihre Frau derart die Nerven verlieren könnte? Eigentlich ist sie jemand, der alles in sich reinfrisst. Bis es nicht mehr geht. Vielleicht war dieser Punkt erreicht. Es ist Weihnachten. Und Franziska liebt es, vor meinen Freunden als die perfekte Gastgeberin zu glänzen. Das heißt, Sie halten es für möglich, dass jemand anders hier rumgewütet und Ihre Frau entführt hat? Fenster und Türen sind unversehrt, Frau Anwältin. Vielleicht war der Täter Ihrer Frau bekannt. Denken Sie mal nach. Welcher Ihrer Bekannten könnte sich an Ihnen wegen irgendetwas rächen wollen? Jeder liebt mich. Außer Ihre Frau. Was? Alex, kommst du mal kurz? Ich bin dieser Frau vorhin begegnet. Welcher Frau? Seiner. Wo? In der Kneipe. Echt jetzt? Ja, wir haben ein bisschen Wein getrunken. Und dann? Evelyn war völlig fertig. Sie hat mir erzählt, dass ihr Mann sie ständig betrügt. Evelyn? Ja. Sie hat sich natürlich nicht mit Franziska Rudolf vorgestellt. Und was habt ihr sonst so gemacht? Nichts. Nichts? Sag nicht, sie wollte mit dir nach Hause. Nein. Doch. Aber... Oh Gott, wenn Richter Rudolf erfährt, dass du und seine Frau... Der betrügt doch seine Frau ständig. Und jetzt hat sie ihn mit dir zurückbetrogen. Na toll. Nein, als ich vom Klo kam, da war sie weg. Wie weg? Na weg. Okay, Ecki, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt verschwindest. Ach, wird das zuerst deine Chance, ja? Willst mit dem Richter alleine sein? In diesem Fall suche ich den Entführer lieber allein. Das war keine Entführung. Sie hatte ihn einfach satt. Du hast auch selbst gesagt, er denkt, er kann alle angrapschen, nur weil er ein großer, einflussreicher Richter ist. Also keine Entführung. Hören Sie mir jetzt genau zu. Hallo? Wer spricht da? Ihre Frau. Was? Jetzt reden Sie mal deutlich, ich kann kein Wort verstehen. Ihre Frau. Ich hab Ihre Frau. Ja und? Wie, na und? Das ist mir egal. Behalten Sie sie, ja? Aber... Hören Sie, wenn Franziska glaubt, sie kann mir eins auswischen, indem sie mit einem anderen Kerl rummacht, hat sie sich geschnitten. Alles klar? Nein, Sie verstehen nicht. Ich... So, ich wünsche Ihnen und meiner Frau ein frohes Fest und viel Glück. Das werden Sie nämlich brauchen. Was haben Sie getan? Ich habe mal kurz klargemacht, dass man mit mir nicht so umspringen kann. Ja, Sie haben doch gesagt, es ist keine Entführung. Chef. Was ist? Ich werte gerade ein Überwachungsvideo aus. Sie sollten lieber mal schauen, was im Internet läuft. Schatz, Springer. Herr Grüner hat ein Video im Internet. Natürlich kümmern wir uns darum. Ja, auch wenn wir die Feiertage im Büro verbringen müssen. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein geruhsames Weihnachtsfest. Hallo, Anna. Was machst du hier? Gibt's was Neues von den Bankräubern? Ja, ja, immer schön nachtreten. Also nichts. Was haben denn eure Recherchen beim Kostümverleih ergeben? Wir stellen hier die Fragen. Also nichts. Georg, wie hieß noch mal der Mann, für den du arbeitest? Hatte ich erwähnt, dass es ein Mann ist? Georg? Anna, wir brauchen deine Hilfe. Meine? Warum denn nicht seine? Georg ist schon beschäftigt. Genau. Also, in diesem Sinne. Ich werde nicht zulassen, dass Sie wieder unsere Ermittlungen beeinträchtigen. Wir klären das alles. Hier und jetzt. Mensch, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Anna. Richter Rudolfs Frau ist entführt worden. Ach.
Und warum sagt ihr mir das und nicht Richter Rudolph selber? Er denkt, seine Frau hat einen anderen. Warum auch nicht? Weihnachten ist schließlich das Fest der Liebe. Eben. Eingeschlafen sein. Oh. Hören Sie, damit eins ganz klar ist. Normalerweise gehe ich nicht mit fremden Männern nach Hause. Ich weiß. Aber heute ist Weihnachten. Und gerade heute hat mein Mann nämlich... Sehen Sie, Ihr Mann. Oh. Da war doch dieser Typ, der unbedingt mit mir flirten musste. Wo ist er? Keine Ahnung. Jedenfalls... Ich weiß noch, dass er sich entschuldigt hat und dann bist du an meinen Tisch gekommen. Aber danach kann ich mich an kaum noch was erinnern, als... Oh, als hätte mir jemand was ins Glas getan. Sie wollten eben lieber mit mir nach Hause. Und dann bin ich eingeschlafen. Wissen Sie, manchmal laufen die Dinge in Wirklichkeit eben anders, als man denkt. Deshalb finde ich... Sie finden mich also auch unattraktiv. Nein. Nein, im Gegenteil. Ich... Na, dann ist doch alles prima. Weil jetzt bin ich ja hellwach. Und ich will endlich mein Geschenk auspacken. Frau Rudolph. Nenn mich Evelyn. Heißen Sie nicht Franziska? Also, ich fasse noch einmal zusammen. Es fand heute Morgen nicht nur ein Banküberfall statt, an dem Georg irgendwie beteiligt ist, sondern es wurde auch eine Frau entführt, mit der du... Die mir ihr Herz ausgeschüttet hat, ja. Und bei der du nicht zum Zug gekommen bist? So kann man das nicht sagen. Und du willst bei Richter Rudolph glänzen, indem du seine Frau wieder beschaffst. Was dagegen? Ja, habe ich. Weil ich ganz offensichtlich dazu verdammt bin, ständig irgendein Chaos aufzuräumen, was meine angeblichen Freunde angerichtet haben. Georg, jetzt sag ihr doch endlich, wer dich beauftragt hat. Ich höre. Eine junge Frau. Hochschwanger. Und die heißt? Marie. Ich sollte ihren Freund finden, der war verschwunden. Marie? Und der Freund hieß Josef? Nein, Johannes. Zimmermann? Genau. Und die beiden haben gefragt, ob es noch Platz in der Herberge gibt oder was? Wir sind hier in keinem Krippenspiel, Overbeck. Oh Gott, das Krippenspiel. Ich müsste längst zu Generalproben. Au! So. In dieser Liste gibt es keinen Zimmermann, der irgendein Weihnachtskostüm ausgeliehen hat. Vielleicht unter falschem Namen? Ja. Und? Hast du den Kerl wiedergefunden? Nein. Er ist von selbst wieder aufgetaucht. Super, dann ist das ja jetzt geklärt. Können wir jetzt bitte zur Entführung von Franziska Rudolph zurückkehren? Eine Entführung, von der ihr Mann behauptet, dass es gar keine Entführung ist? Dem ist seine Frau eh egal. Also, seit wann ist sie denn verschwunden? Seit ein paar Stunden. Bitte was? Ein paar Stunden? Ja, aber... Also, wenn sie morgen immer noch nicht da ist, dann kannst du gerne wiederkommen. Hm? Bei meinem sprichwörtlichen Glück werde ich dann wahrscheinlich immer noch hier sitzen. Gut, dann mache ich das eben allein. Ja. Frohe Weihnachten. Georg! Georg, jetzt warte doch mal, dass du mich jetzt nicht auch noch alleine... Sie hatten den Schlüssel. Doch nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Sag mal, und dieser Johannes ist jetzt wieder bei seiner Marie?
So wie die Frau beim Kostümverleih auf seinen Namen reagiert hat. Ich weiß, das muss nichts heißen, aber ich würde trotzdem noch mal gern mit ihm sprechen. Sag mal, war der irgendwie verletzt? Woher weißt du denn das? Der Weihnachtsmann, der da mit dem Geld weglief, der ist erst mal gestürzt und dann weggehumpelt. Sag mal, bist du sicher, dass du nicht zum Arzt gehen willst? Weißt du, was ich viel lieber will? Lass uns wegfahren. Irgendwohin, wo es warm ist. Einfach raus aus dem Trubel hier. Jetzt? Ja klar, komm. Wir packen unsere Koffer und... Johannes, wie stellst du dir das vor? Ich finde das wirklich eine ganz süße Idee von dir. Wir haben noch nicht mal das Geld für sowas. Du hast recht. Diese Feiertage machen mich vollkommen irre. Ich weiß überhaupt nicht, womit ich dich verdient habe. Das war... ein Fehler. Das ist so typisch für mich. Ein Fehler nach dem anderen. Und anstatt daraus zu lernen, nee. Oh Gott. Nein, das ist nur mein Handy. Warum habe ich das da drüben hingelegt? Keine Ahnung. Ich sollte rangehen. Wieso denn? Mein Sohn sucht mich vielleicht. Du hast einen Sohn? Ja. Aber er kümmert sich sowieso kaum um mich, seit ich wieder geheiratet habe. Was ich gesagt habe. Meine Frau will nicht mehr mit mir reden. Und wenn der Entführer sie einfach nicht lässt? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nicht alleine lassen dürfen. Sie hat immer gesagt, du bist nie da, wenn es drauf ankommt. Warum fangen Sie dann nicht endlich an, ihr das Gegenteil zu beweisen? Was willst du? Franziska, was willst du? Seit wann interessiert es dich, was ich will? Abgesehen davon, es ist ja jetzt dafür wohl zu spät. Was soll das heißen, es ist zu spät? Fragen Sie sie, wo sie ist. Franziska, wo bist du? Franziska? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott, nein. Bitte tun Sie mir nichts. Nein, bitte. Hartmut. Bitte, bitte, lassen Sie mich los. Franziska, was ist da los bei dir? Er sagt, er wird mich umbringen. Und dass du mich nie wiedersehen wirst, wenn du das Lösegeld nicht zahlst. 250.000 Euro in nicht nummerierten Scheinen. Die Lösegeldübergabe wird noch bekannt gegeben. Und Hartmut... keine Polizei! Also doch eine Entführung. Was hast du gemacht? Na, ich habe gehört, dass er nicht alleine war. Wahrscheinlich diese Tussi, die heute Morgen bei mir vor der Tür stand. Welche Tussi? Egal. Wenn's hart auf hart kommt, wird Hartmut immer zum Weichei. Und 250.000 Euro sind doch kein schlechtes Startkapital für uns zwei. Das ist ja... ich weiß. Fantastisch! Was?
Nee, verstehen Sie nicht, meine Frau hat mich nicht verlassen. Aber sie schwebt jetzt in Lebensgefahr. Ja, und ich werde sie jetzt retten. Kommen Sie. Ja? Wir suchen Johannes. Genau. Der ist nicht da. Ist doch Weihnachten. Der ist im Krankenhaus. Er hat sich verletzt. Woher kennen Sie denn Johannes? Beruflich. Also vom Job. Dann rufen Sie ihn doch einfach an. Hm, haben wir schon. Aber er geht nicht ran. Vielleicht ist er ja doch zu Hause. Hm? Was soll das? Sie beide verschwinden jetzt. Sofort. Oder ich rufe die Polizei. Alles okay? Ich glaube, es sind die Wehen. Was? Was geht los? Haben Sie Notfallkoffer? Notfallkoffer? Werdende Mütter packen sowas, damit sie im entscheidenden Augenblick alles parat haben. Hast du keine anderen Probleme? Was wollen Sie denn machen? Eine Wassergeburt oder eher klassisch? Wie weit ist denn der Muttermund schon geöffnet? Ich glaube, Sie sollten sie jetzt ganz schnell ins Krankenhaus bringen. Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Wieso denn? Der Johannes wollte doch auch dahin. Win-win! Yes. Okay bei Ihnen? Ja, alles super. Sah gerade so aus, als hätten Sie die Wehen. Das sollte auch so aussehen. Was wollen Sie hier? Nochmal mit Ihrem Freund sprechen. Das wollten die auch. Herr Wilsberg, was ist hier los? Ja? Hallo, Anna. Tu uns beiden doch mal einen Gefallen. Ich soll sofort wieder auflegen? Überprüf doch mal ein Kennzeichen. BIMS 69. Wie bitte? Bielefeld, MS 69. Was interessieren mich Verkehrsraudis aus Bielefeld? Du suchst doch zwei Weihnachtsmänner. Drei. Ach, kann jetzt dein Herr Zimmermann doch etwas beitragen? Der ist schon wieder verschwunden. Aber es sind zwei Typen hinter ihm her in diesem Bielefelder Kleinbus. Aha. Und das erzählst du mir aus reiner Nächstenliebe? Ist doch Weihnachten. Was gefunden? Nichts. Aber wenn Johannes das Geld hergebracht hat, muss er es ja auch wieder mitgenommen haben. Marie hat doch gesagt, er hätte einen Rucksack dabei. Johannes war nicht im Krankenhaus. Oh. Noch eine Lüge. Aber warum? Warum macht er sowas? Wenn der nach Hause kommt, dann... Sie können auf keinen Fall hier auf ihn warten. Ja, falls diese beiden Typen wiederkommen. Eben. Und was ist, wenn die ihn schon vor dem Krankenhaus geschnappt haben? Du rufst jetzt sofort deinen Mann noch einmal an und erklärst ihm, dass diese Entführung nur ein schlechter Scherz war. Nö. Franziska! Ich habe mich lange genug von ihm zum Narren halten lassen. Meinst du, ich habe Lust zuzusehen, wie er noch weitere seiner Gespielinnen schwängert? Du hast das Ding nicht ausgeschaltet? Wir müssen nur noch den Ort der Lösegeldübergabe ausmachen. Gott. Das ist bestimmt die Polizei. Die haben dein Handy geortet und jetzt ist Blech geliefert. Jetzt komm mal runter. Mein Mann geht nicht zur Polizei. Außerdem, als Ersttäter kämst du bestimmt mit einer Bewährung davon. Hallo? Hallo, Mama. Ich bin's. Johannes. Ich weiß, ich habe mich länger nicht gemeldet. Ja, Monate. Fast ein Jahr. Ich weiß, aber... Wie geht's dir denn? Was machst du? Geht's dir gut? Ja, ja, alles bestens. Mama, ich wollte fragen, ob ich kurz vorbeikommen kann. Ja klar, natürlich. Auf deinen Mann kann ich aber nach wie vor verzichten, also... Also ich auch. Keine Sorge, den wirst du hier nicht antreffen. Was heißt das? Das erkläre ich dir später. Wo bist du? Am Aasee, ich könnte in einer Viertelstunde bei dir sein. Ach so, ich bin ja gar nicht zu Hause. Ich bin bei einem Freund in der... Wilhelmstraße 50? Wilhelmstraße 50. Nein! Ich freue mich so. Komm einfach vorbei. Bis gleich. Bist du wahnsinnig? Reg dich ab. Danke.
Der Kleinbus ist auf eine Autovermietung zugelassen. Aber? Naja, wir haben Heiligabend. Seit 12 Uhr ist da niemand mehr. Aber lieber Overbeck, wir sind die Polizei. Wir können jede Tür öffnen. So als wäre die ganze Welt unser persönlicher Adventskalender. Sie haben recht. Wenn ich will, kann ich überall eindringen. In jedes Datennetz. Erst recht in diesen armselig verschlüsselten Zentralcomputer der Autovermietungszentrale. Voilà! Ich bin drin. Ganz ohne richterlichen Beschluss. Sie wollten doch... Ich habe bestimmt nicht gesagt, dass Sie Gesetze brechen sollen. Aber... Nix aber. Los, suchen Sie den Namen. Hier, ein gewisser Julius Cäsar. Hat er Telefon? Das kann er jetzt nicht. Das ist typisch. Unsere Polizeiausrüstung ist dermaßen veraltet, da kann so ein Absturz einfach mal passieren. Oh, Junge, Junge, Donnerlättchen, Overbeck. Damit habe ich nichts zu tun. Überhaupt nichts. Nein. Nein, 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 nein. Ist das jetzt ein Virus, Overbeck? Hat er jetzt unser gesamtes System infiziert? Anna, Richter Rudolf kennst du ja sicherlich. So, und Sie haben also daran gezweifelt, dass meine Frau entführt wurde? Von wegen spontaner Urlaub. Er wollte mit uns flüchten. Er hat mich die ganze Zeit angelogen. Wie kann er uns sowas antun? Vielleicht hat er ja befürchtet, dass seine Komplizen hinter ihm her sind. Ja, und? Der hätte denen das Geld einfach geben sollen. Ja, aber so ein Haufen Kohle ist ja auch verführerisch. Johannes weiß, dass ich ihm das niemals verzeihen kann. Niemals. Wir machen alle Fehler. Wer weiß denn schon, ob er seinen nicht schon längst bereut? Vielleicht versucht er ja gerade eine Lösung zu finden. Genau. Frohe Weihnachten, Mama. Mein Schnuckelchen. Frohe Weihnachten. Komm rein. Und das ist? Philipp, mein, ein guter Freund. Was denn mit deinem Bein? Egal. Das hier ist... Dein Geschenk habe ich jetzt aber nicht hier. Aber ich habe eins. Das ist zu Hause. Das ist nicht für dich. Sondern? Für Marie. Meine Freundin. Du hast eine Freundin? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Sie ist... Ihr geht's gerade nicht so gut. Deshalb wird es heute auch nichts aus der Bescherung. Und da wollte ich dich fragen, ob du nicht ihr Geschenk eine Zeit lang bei dir aufbewahren könntest. Ich habe einfach Angst, dass sie es bei mir findet. Ach, und dann wird die ganze Überraschung weg. Ja, genau. Was ist das? Ein Geheimnis. Sobald es Marie besser geht, hole ich es wieder ab, okay? Okay. Auf mich kannst du dich verlassen. Feiern wir Weihnachten zusammen. Ich melde mich, okay? Okay. Wo willst du hin? Ich kann doch nicht einfach tatenlos zusehen, wie Marie und ihr Baby ohne den Vater Weihnachten verbringen müssen. Ja, und wo willst du ihn finden? Täter kehren doch gerne an den Tatort zurück. Was ist, wenn denn zwischen die Wehen einsetzen? Och, Ecki. Red einfach einschläfernd auf sie ein. Gehört doch zu deinem Berufsgebiet. Sehr witzig. Wo ist jetzt der Rucksack? Na, wo wohl? Im Haus natürlich. Glaubst du etwa, der hat da noch eine Wohnung?
ist er hin? Ja. Der ist da auf die Straße vorne runter. Aber wenn der hier eine Wohnung hat. Hat er nicht. So. Scheiße. Also, den kriegen wir ganz locker wieder ein. Der hat das Geld? Was ist, wenn der Typ, bei dem er es versteckt hat, inzwischen damit abmarschiert? Muss das sein? Ich bin's. Wir haben ein Problem. Wollen Sie mir damit sagen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, das Handy meiner Frau zu orten? Nein, das will ich damit nicht sagen. Wir haben im Moment nur ein kleines Computerproblem. Ach, ein kleines Computer. Und wie ist das Virus in euer Computersystem gelangt? Tja, ich weiß auch nicht. Aber nach dem kompletten Reboot müsste es eigentlich wieder funktionieren. Das ist nicht von mir. Ich bin kein Chauvinist. Aha. Ich bin Integrationshelfer in einem Krippenspiel. Oder auch nicht. Verdammt, das Ding. Wer könnte Ihre Frau entführt haben? Sie haben jede Menge Feinde. Bitte? Als Richter? Wen haben Sie in letzter Zeit verurteilt, der Rache geschworen hat? Schauen Sie, wenn sich jemand nicht unter Kontrolle hat, muss er dafür bestraft werden. Nicht? Und dass mir das der eine oder andere übel nimmt, mein Gott, da höre ich schon gar nicht mehr zu. Trotzdem sollten wir die Verurteilten der letzten Jahre noch mal ansehen. Das könnt ihr euch ja von der Staatsanwaltschaft zumelden lassen. Hm? Darf doch nicht wahr sein! Du verdammt! Wenn Sie die Staatsanwaltschaft anweisen würden, es mir zuzumelden. Alles okay? Ja. Hier drin schon. Der Kleine weiß ja nicht, dass er jetzt noch einen Verbrecher in der Familie hat. Noch ein? Ach, ich will da nicht drüber reden. Aber Johannes weiß genau, wie er mir das zu schaffen macht. Ich will einfach nicht noch jemanden im Gefängnis besuchen müssen. So. Dankeschön. Gerne. Vermisst Sie eigentlich niemand? Wie? Ihre Familie? Im Moment nicht. Irgendwann vielleicht. Meine Freunde sind meine Familie. Und die können genauso nerven. Wozu muss überhaupt eine Generalprobe stattfinden? Ich habe mich wochenlang auf diese Rolle vorbereitet. Ich weiß, wie ein Hirte denkt, fühlt, isst, schläft. Ich habe doch gesagt, es ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ein brandheißer Fall. Mehr darf ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich verspreche Ihnen, Lütke, zur Aufführung bin ich da. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Lütke? Hallo? Also was jetzt? Ich dachte, du hast das ruckzuck im Griff. Ja, du hast dir doch echt was Hartnäckiges runtergeladen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst solche Seiten nicht mehr anklicken. Ich klicke das nur für Recherchezwecke. Ja, ja, sicher. Dafür hast du Zeit, Merle. Aber keine Zeit für eine Weihnachtsente mit der alten Patentante. Also ich wäre sofort zu Ihrem Weihnachtsessen gekommen. Aha. Wie lange dauert das denn noch? Fertig. Echt jetzt? Ja. Es macht 500 Euro. Ja, du willst doch nicht, dass deine Kollegen von der Sache erfahren, oder? Willst du mich erpressen? Am Heiligen Abend? Das würde ich auch an jedem anderen Tag machen. Aber das ist das Fest der Liebe. Eben. Schön, dass Sie vorbeischauen. Wo ist Marie? Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Was machen Sie da? Das war Ihnen runtergefallen. Das ist mein Vater. Ist das das Familienmitglied, das schon im Gefängnis sitzt? Eigentlich müsste er inzwischen raus sein. Wieso haben Sie keinen Kontakt? Wieso nicht? Ich konnte seine ganzen Lügen nicht mehr ertragen.
dass er unschuldig ist. Und dass dieses Sackgesicht ihn nur verknacken wollte, weil... Welches Sackgesicht? Ja. Ja. Auch ja. Ja. Oh, ja. Gibt es eigentlich jemanden, der sich nicht an ihn rächen möchte? Was wollen Sie damit sagen? Keine Milde, keine Berücksichtigung von Reue und Einsicht. Sie verhängen ihm die härtesten Strafen. Nur aus Schaden wird man klug. Hm. Chef. Ich bräuchte mal 500 Euro. Ist Ihnen denn nicht bewusst, Overbeck, dass meine EC-Karte nicht funktioniert und ich aus diesem Grund in den ganzen Schlamassen geraten bin? Ja. Alex. Ja. Overbeck braucht 500 Euro. Wieso? Für die Wiederherstellung des digitalen Netzwerks. Meine clevere Patentochter hat ihn über den Tisch gezogen. Ich habe aber leider nur knapp 200. Ja, damit. Nimmst du eine Anzahlung? Ist ja Weihnachten. Als ob jemand aus deiner Generation wüsste, was Weihnachten überhaupt bedeutet. Hä, wieso? Ich bin noch großzügig. Ich weiß, ich hätte da nie mitmachen dürfen. Eigentlich wollte ich auch aussteigen. Aber 250.000 Euro sind einfach zu verlockend. Nein. Doch. Sie wissen nicht, wie es ist, wenn man dringend Geld braucht. Hätten Sie sich nicht irgendwo was leihen können? Bei meiner Mutter vielleicht, aber ihr Mann, der hätte sich da sofort eingemischt. Für den bin ich ein Versager. Und wenn man den alten Tyrann mal um was bittet, dann will er ihn komplett kontrollieren. Nee, danke. Oder überfallen Sie lieber eine Bank? Eigentlich wollte ich die Polizei einschalten. Ja. Wissen Sie, der Überfall war für Silvester geplant. Heute Morgen wollten wir nur den Ablauf durchsprechen. Und dann haben die beiden mich überrumpelt und gesagt, wir müssen gleich zuschlagen. Und dann konnte ich da nicht mehr raus. Warum sind Sie allein mit dem Geld weggerannt? Es war doch sicher auch geplant, das Geld irgendwo mit den beiden anderen zu teilen. Ja, aber als ich die Polizeisirene gehört habe, da habe ich Panik gekriegt. In der Zwischenzeit hätten Sie es doch der Polizei aushändigen können. 250.000 Euro. Wo ist denn das Geld jetzt? Da hinten steht ein Kleinbus mit zwei Typen dran. Die lassen das Haus nicht aus den Augen. Das riecht mir schwer nach Polizei. Mein Mann würde die Polizei nie einschalten. Er hält die für völlig inkompetent. Ja, und sich selbst für den Größten. Obwohl, wenn jetzt seine Tussi ihn überredet hat, weil die davon ausgeht, dass die Polizei alles vermasselt und ich dann dabei draufgehe. Wir müssen hier weg. Warte doch! Oh. Mein Gott. Wie? Er schenkt seiner Freundin Bargeld? Das muss das Lösegeld sein. Der steckt mit deinem Mann unter einer Decke. Deshalb wissen die auch, wo wir sind. Johannes hat sich mit meinem Mann total zerstritten. Der würde niemals mit... Die Polizei. Wenn die das Geld bei mir finden. Vielleicht kommen wir über den Hinterhof rein. Was ist denn los? In dem Kleinbus sitzen die beiden Typen, mit denen ich die Bank überfallen habe. Wir treffen uns am Auto wieder. Was? Ecki, was ist? Ich weiß, wer Franziska entführt hat. Bist du diesem Entführer jetzt auch zufällig begegnet? Nein.
aber seiner Tochter. Philipp Stern, den habe ich verurteilt wegen einer Serie von Einbrüchen. Und immer in Immobilien, wo er zuvor die Alarmanlage installiert hatte. Overbeck, wir haben einen neuen Verdächtigen. Indizien zufolge hat er damals die entsprechenden Zugangscodes weiterverkauft. Philipp Stern ist seit 2 Monaten auf freiem Fuß. Gut möglich, dass er sich an Richter Rudolf rächen wollte, indem er seine Frau entführte. Stern? Der wohnt in dem Haus, in dem ich zuletzt das Handy von Frau Rudolf geortet habe. Ach. Ja, worauf warten Sie denn noch? Wir holen Ihre Frau sofort heraus. Du etwa nicht? Frohes Fest. Oh. Frau Rudolf, nehme ich an. Ich gehe nicht zurück ins Gefängnis. Ich bin noch nicht von der Polizei. Ihr Sohn schickt mich. Ich soll das Geschenk für seine Freundin abholen. Was wissen Sie von meinem Sohn? Dass er unter seinem Stiefvater leidet zum Beispiel. Und dass er zu stolz war, sie um finanzielle Hilfe zu bitten. Wenn Sie Ihrem Sohn helfen wollen, dann bleiben Sie jetzt hier. Der lügt doch, der ist von der Polizei. Sonst werden Sie in nächster Zeit nie mehr zusammen Weihnachten feiern. Und glauben Sie mir, allein macht das echt keinen Spaß. Komm. Ich fasse es nicht. Das ist doch dein Rucksack. Bleib dran. Was ist passiert? Nichts, was Ihnen helfen würde. Sie müssen sich jetzt was überlegen, so oder so. Ich kann mich nicht stellen. Noch nicht. Worauf warten wir? Die führen uns garantiert zu Johannes. Und dann schnappen wir nicht nur die Beute, sondern auch ihn. Dann kann er uns nicht verpfeifen, weißt du? Win-win. Sie glauben also, mein Vater könnte wirklich unschuldig gewesen sein? Wieso sollte er sonst so wütend auf den Richter sein, dass er seine Frau entführt? Aber damit macht er doch alles nur noch schlimmer. So leid es mir tut, Herr Rudolf, die Kollegen von der Streife kamen zu spät. Keine Spur von Stern und ihrer Frau. Das ist wieder so typisch Polizei. Absichtserklärungen und keine Ergebnisse. In Sterns Wohnung fanden sich keine Anzeichen dafür, dass ihre Frau mit Gewalt festgehalten wurde. Und in der Kneipe, in der Stern ihrer Frau begegnet ist, hatte man nicht den Eindruck, dass sie gegen ihren Willen... Glauben Sie ernsthaft, meine Frau würde sich lieber einem Ex-Sträfling an den Hals werfen, als ihr Leben an meiner Seite zu genießen? Wenn ich es den Akten richtig entnehme, besteht ein mögliches Motiv für Philipp Stern darin, dass er tatsächlich unschuldig war. Fallen Sie mir jetzt auch noch in den Rücken? Sie müssen zugeben, dass Philipp Stern die Einbrüche damals nicht allein begangen haben kann. Und die Tatsache, dass er seine damalige Lebensgefährtin beschuldigte. Ist doch nur Ablenkung! Stern war der Drahtzieher. Und anstatt den Mumm zu haben, für seine Schuld einzustehen, hat er sich einen Sündenbock gesucht. Soll vorkommen. So eines verspreche ich Ihnen mit meiner Frau, wenn der auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann mache ich Sie verantwortlich. Sie beide. Wart mal. Ich habe leider nichts. Tut mir leid. Sorry. Bist du wahnsinnig? Willst du, dass die Polizei uns wieder ortet? Mein Sohn soll mir erklären, was es mit diesem ganzen Geld auf sich hat. Kannst du mir mal bitte sagen, wie ich ihn jetzt kontaktieren soll?
weiß überhaupt nicht mehr, was in ihm vorgeht. Bis vorhin wusste ich nicht einmal, dass er eine Freundin hat. Ihr sprecht wohl nicht viel, was? Ach, willst du mir jetzt auch noch Vorwürfe machen? Nein, ich weiß nur, wie das ist, wenn das eigene Kind nicht mehr mit einem sprechen will. Warten Sie. Früher oder später wird Marie sowieso alles erfahren. Und wie Sie selbst gesagt haben, ist es besser, sie erfährt es von Ihnen. Was ist, wenn sie mich dann hasst? Was ist, wenn sie ihn verzeiht? Mensch, jeder macht mal Fehler. Aber nicht so große. Sie lieben Marie doch. Und sie freuen sich doch drauf, Vater zu werden. Ist doch kein schlechter Anfang für eine kleine Familie. Meine Eltern haben auch mal so angefangen. Und was ist daraus geworden? Immer das, was man draus macht. Spülung schon wieder kaputt. Würden Sie nicht auch heulen, wenn Ihre Frau entführt wurde oder sie verlassen hat? Also. Irgendwas Neues? Noch nicht. Aber ich habe noch mal gründlich nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Stiefsohn in der Sache mit drin hängen könnte. Ach, wirklich? Ja, er könnte das Geld gebrauchen. Schließlich ist er nicht nur unfähig, sein Jurastudium zu beenden, sondern hat inzwischen auch noch seine Freundin geschwängert. Die Fotos sehen aus, als wären sie heimlich aufgenommen worden. Ja, na und? Zu Hause lässt er sich nicht mehr blicken. Und ob er es wahrhaben will oder nicht, ich mache mir große Sorgen. Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie Ihrem Sohn hinterher schleichen? Die weiß davon nichts. Sie vergöttert ihn und gibt mir die Schuld, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Wo finden wir Ihren Sohn? Ich vermute in der Wohnung seiner Freundin. Erfurtstraße 29. Sehr gut. Und der Name Ihres Stiefsohns? Johannes. Wenigstens heißt er mit Nachnamen nicht Zimmermann. Doch. Naja, wie sein leiblicher Vater. Oh, entschuldigen Sie. Da muss ich ran. Ja. Hallo? Der Stiefsohn, das ist der Klient von Wilsberg. Der hat seine eigene Mutter entführt. Hatten wir nicht angenommen, dass er an dem Banküberfall beteiligt war? Manche können den Hals eben einfach nicht voll bekommen. Wo ist eigentlich Frau Holtkamp? Alex, wollte kurz nach Hause. Ach, wirklich? Jetzt laufe ich hier mit einem Haufen Geld herum. Mit der Polizei auf den Fersen. Und mein Sohn hat möglicherweise eine riesen Dummheit begangen. So was passiert. Was weißt du denn schon? Ich habe auch mal jemandem vertraut, dem ich nicht hätte vertrauen sollen. Und dann... Franziska. Hey, frohe Weihnachten. Mein Handy ist leider kaputt. Dürfte ich mal Iris benutzen? Ich müsste ganz dringend meinen Sohn anrufen. Bitte. Danke. Ich fasse es nicht. Das ist seine Mutter. Was ist eigentlich, wenn Johannes deine Handynummer wiedererkennt?
Und das Geld hat jetzt deine Mutter? Ist egal, ich werde mich stellen. Herr Wilsberg hat gesagt, er wird bei der Hauptkommissarin ein gutes Wort für mich einlegen. Genau. Wer ist das? Das ist einer von den beiden Typen, die mit mir die Bank überfallen haben. Da gehen Sie ran. Das ist vielleicht unsere Chance, die beiden in eine Falle zu locken. Und was, wenn die Ihnen in eine Falle locken wollen? Hallo? Ich bin's. Mama? Ja. Hör mal, ich mach dir wirklich keine Vorwürfe. Und ich möchte dir auch wirklich nicht vorschreiben, wie du dein Leben zu führen hast. Aber, Johannes, woher hast du 250.000 Euro? Mama, wo bist du? Okay, hör mir jetzt ganz genau zu. Dann bleibt doch nur eins. Ich muss so schnell wie möglich zur Polizei. Das werden die beiden garantiert nicht zulassen. Kannst du irgendwo hin, wo viele Menschen sind, wo die beiden nicht wagen würden, dich anzugreifen? Ja, das ist gut. Das ist nicht mehr weit von hier. Und du rennst da jetzt sofort hin und ich treffe dich da. Okay, so machen wir's. Das ist doch dieser Stern. Sie gehen auf keinen Fall hin. Was? Wenn die Typen dich, deine Mutter und das Geld zusammenschnappen, gibt's nichts, was sie belasten könnte. Eben. Ja, aber wer soll denn meine Mutter aus der Situation rausholen? Sie da! Sie sind zu früh. Hier findet gleich erst die Generalprobe statt. Dürfen wir vielleicht trotzdem... Sind Sie etwa... Sie sind die Sponsoren, na klar! Lüttger, guten Tag. Hatten wir telefoniert? Also, ich wusste gar nicht, dass Sie schon die Generalprobe sehen wollten. Aber bitte, bitte, kommen Sie doch. Bei uns sitzen Sie natürlich in der ersten Reihe. Ja, aber das ist eine Polizeiveranstaltung. Wenn man uns erkennt, sind wir... Titus! Okay. Titus! Ja, natürlich ist mir klar, wie wichtig das ist. Ich meine, was... Titus! Gut. Was? Hallo. Wir müssen uns beeilen. Ja. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Sie schon gehen? Aber die Probe fängt gleich an. Uns hat leider gerade ein Hirte abgesagt. Das ist ja ganz bedauerlich. Trotzdem fröhliche Weihnachten. Danke. Sind Sie der Ersatzhirte? Na los, hopp, hopp, ab in die Maske. Da bekommen Sie auch ein Kostüm. Ich möchte aber nicht. Glauben Sie, ich lasse Sie so raus? Okay, ist gut. Das heißt, Sie haben das Geld vom Banküberfall Ihrer Mutter gegeben? Ja, aber nur um Zeit zu gewinnen. Er will sich auf jeden Fall stellen. Und Ihre Mutter ist überhaupt nicht entführt worden.
Nein, aber wenn die beiden anderen seine Mutter und das Geld in ihre Gewalt bekommen, dann... Hallo? Ach. Polizei? Overbeck. Hm. Können Sie ihm nicht die Situation erklären? Overbeck, etwas erklären. Solange Wilsberg deine Mutter und das Geld nicht in Sicherheit gebracht hat, können wir deine Unschuld nicht beweisen. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Stopp! Erstmal Bescherung. Wo ist das Geld? Ich will endlich das Geld. Das dachte ich mir. Und wo ist es? Sie wissen schon, dass das hier eine Polizeiveranstaltung ist. Also wenn Sie jetzt schießen... Moment mal. Euch beide kenne ich doch. Die sind wirklich unergründlich. Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Sie sollen stehen bleiben! Tja, sieht ganz so aus, als wäre ich mal wieder zur rechten Zeit am Rechten. Hallo. Overbeck. Was zur Hölle ist hier los? Hilfe! Hey, was ist passiert? Sie haben sie mitgenommen. Wen? Franziska! Oh. Franziska wer? Rudolf, die Frau vom Richter. Was ist mit Georg? Georg Wilsberg. Der ist hinterher, glaube ich. Und wer sind Sie? Philipp Stern. Nein, das verstehe ich nicht. Wo bringen Sie mich hin? Sie hätten uns sagen sollen, wo das Geld ist. Genau. Wissen Sie, dass mein Mann Richter ist? Und dass der jetzt die gesamte Polizeimacht mobilisieren wird? Man wird sie jagen. Gnadenlos. Unerbittlich. Bereits in diesem Augenblick wird man sie schon längst im Visier haben. Das sind schließlich absolute Profis. Aha. Ihnen beiden hier in jeder Hinsicht haushoch überlegen. Aha. Ja? Hören Sie doch auf! Zum letzten Mal, wo haben Sie die Frau des Richters hingebracht? Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das waren die Brüder von meiner Ex! Sehen Sie doch nicht vom Weihnachtsmann! Also! Lutz und Titus Brosch. Stern könnte die Wahrheit sagen. Die beiden sind zumindest vorbestraft. Körperverletzung und Einbruch. Was, wenn die beiden damals schon die Einbrüche begangen haben, für die Philipp Stern ins Gefängnis ging? Es war seine Firma. Er wusste, wie man diese Alarmanlagen außer Kraft setzt. Und was, wenn seine Ex ihm gelingt hat? Ihm die Sicherheitscodes gestohlen und ihren Brüdern gegeben hat? Ja, und als nächstes versuchen sie immer noch einzureden, dass diese ominöse Ex-Freundin hinter dem heutigen Bankraub steckt. Warum nicht? So. Wer garantiert uns eigentlich, dass nicht Sie und dieser Herr Winsberg... Wilsberg. Mit meinem Stiefsohn gemeinsame Sache machen. Bitte? Ja, immerhin haben Sie beide dafür gesorgt, dass Johannes und seine Freundin sich dem Zugriff durch die Polizei entziehen konnten. Ja, und vielleicht teilt Herr Wilsberg gerade die Beute mit denen. Also jetzt reicht's. Sie können wohl auch nichts anderes als Menschen zu verurteilen. Immer feste drauf, ohne Rücksicht auf die Wahrheit. Sogar auf Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
Nicht in diesem Ton, Frau Holtkamp. Erst geben Sie Ihrer Frau die Schuld, weil sie ihren ach so wichtigen Weihnachtsempfang versaut hat. Dann machen Sie Ihren Stiefsohn zum Sündenbock, weil er eine andere Vorstellung hat, sein Leben zu leben. Und jetzt bin ich dran? Obwohl ich mir den ganzen Tag den Arsch für Sie aufreiße? Wissen Sie was, es ist mir scheißegal, ob Sie mir Vitamin B verschaffen oder die halbe Anwaltskammer auf den Hals hetzen. Sie, Herr Rudolf, sind nicht die ehrwürdige, moralisch über alles erhabene Instanz, als die Sie sich gerne sehen. Sie sind ein rechthaberischer, starrsinniger Idiot, der, wenn er so weitermacht, nur eins erreichen wird. Einsam sterben. Tja, also wo sie recht hat. Aber eigentlich wussten Sie das alles schon, oder? Ich glaube, ich habe mir gerade meine Karriere versaut. Gibt Schlimmeres. Tag, Ritter. Ich bin's. Johannes. Wie ist es gelaufen? Hat der Wilsberg meine Mutter und das Geld in Sicherheit gebracht? Nein, noch nicht. Aber ihr solltet langsam aufs Präsidium kommen, bevor alles noch schlimmer wird. Okay, wir sind unterwegs. Es hilft nichts, ich muss mich stellen. Nein. Ich will das Kind nicht auf die Welt bringen, wenn du nicht da bist. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was zum Teufel soll das? Wo ist das Geld? Sie wollte es uns nicht sagen. Ihr nehmt nicht nur eine Geisel. Nein, ihr bringt die auch hierher, zu mir, ohne ihr zumindest mal die Augen zu verbinden. Ja, ich wollte ihr ja die Augen verbinden, aber sie hat gesagt, sie hätte eine Bindehautreizung und dass ihr das dann höllisch wehtun wird. Sie werden mich jetzt sofort freilassen. Außerdem... Weiß sie, wo das Geld ist? Nein, das weiß ich nicht. Sie lügt. Vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, wozu sollte ich sie dann noch im Leben lassen? Es ist Weihnachten. Ich hasse Weihnachten! Naja, wir haben zu Weihnachten die Geschenke bekommen, weil unsere Eltern... Sie sind dazu verwandt? Ja, ja. Ich hoffe für Sie, Sie haben uns was Schönes mitgebracht. Und? Maria und Johannes, die müssten längst hier sein. Ich gebe eine Fahndung raus. Und ich mach Georg keinen Blödsinn. In seinem Wagen ist das Geld auch nicht. Ach, echt nicht? Ich dachte wirklich, ich hätte... Sie glauben, Sie kommen mit einem blauen Auge davon, wenn Sie ein bisschen auf Zeit spielen. Ohne blaues Auge wäre es mir lieber. Was ist, wenn er bereits die Bullen verständigt hat? Ich dachte, du hast ihn durchsucht und kein Handy gefunden. Also wenn Sie uns schon nicht freilassen, dann sollen Sie jetzt wenigstens flüchten. Dann haben Sie einen Vorsprung, bevor die Polizei kommt. Ohne das Geld kommt hier niemand lebend raus. Niemand. Holtkamp hat wohl recht und ich bin ein ziemlicher Stinkstiefel. Die Feiertage machen aus manchen von uns Monster. Dabei habe ich es immer gut gemeint.
Das ist immer der erste Fehler. Glauben Sie, dass es meine Frau in Wahrheit genossen hat, von Stern entführt zu werden? Laut Aussage von Herrn Stern hatte der zwar vor, ihre Frau zu entführen, aber dann haben sich ja die Dinge anders entwickelt. Und mein Stiefsohn? Hab ich ihn zu diesem Banküberfall getrieben, nur weil ich mal gesagt habe, dass ich ihm das Geld streiche, wenn er sich von irgendeinem Flittchen ein Kind anhängen lässt? Wissen Sie, was ich glaube? Wenn das alles hier vorbei ist, dann werden Sie einen Familientherapeuten glücklich und sehr reich machen. Chef, das ist unglaublich. Jetzt behauptet Stern sogar, von seiner Frau verführt worden zu sein. Aber keine Sorge, ich klopf den schon weich, egal wie standfest der sowas behauptet. Vielen Dank, Overbeck. Sie waren wie immer sehr hilfreich. Hier, Johannes hat ein Bild geschickt. Er schreibt, die Schwester der beiden hat den Banküberfall geplant. Offiziell betreibt die einen Kostümverleih. Eva, diese Wilsberg wird nie was verraten. Ich weiß. Das, was du gesagt hast, mit keiner kommt hier lebend raus, das war doch ein Witz, oder? Und? Sonst schon Pläne für die Feiertage? Heute Morgen dachte ich noch, Weihnachten fällt aus. Jetzt nicht mehr? Vielleicht doch. Da begehe ich einmal Ehebruch und muss sofort dafür sterben. Jetzt lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Naja, eigentlich war es ja auch eher so, dass... Wie nennt man das, wenn man seinen Entführer plötzlich toll findet? Stockholm-Syndrom. Genau, genau. Gibt's das eigentlich auch unter Geiseln? Ich meine, wenn man mit jemandem eine traumatische Erfahrung durchlebt. Und Ihr Mann interessiert Sie also gar nicht mehr? Er hat doch angefangen mit dem Betrügen. Und heute Morgen, da steht doch tatsächlich seine Geliebte vor der Haustür. Hochschwanger. Seine Geliebte? Ja. Da geifert doch immer diesen jungen Frauen hinterher. Wie hieß sie denn? Ach, das denken Sie, habe ich sie noch gefragt? Ja. Ich habe der gesagt, die soll machen, dass sie wegkommt und habe ihr die Tür vor der Nase zugeknallt. Das habe ich gemacht. Trug sie einen roten Mantel, war 1,60 groß, hatte lange dunkle Haare? Ja, woher wissen Sie das? So hat das also angefangen. Angeblich wollte sie mit uns beiden reden, mit meinem Mann und mit mir, am Tag des Heiligen Abends. Was denkt die sich denn? Hätten Sie was dagegen, Großmutter zu werden? Ich? Bleiben Sie draußen! Sie? Sie haben mein Leben ruiniert! Und Sie haben mit meiner Frau geschlafen! Auseinander! Sie haben doch gar kein Interesse mehr an Franziska! Warum reden Sie denn? Sie haben ja keine Ahnung. Ich liebe meine Frau. Meine Herren, das ist doch komisch. Sie gehen einander an die Gurgel, obgleich Sie Ihr Schicksal ein und derselben Person verdanken. Eva Römer war unter dem Namen Michaela Brosch mit Herrn Stern liiert. Und ich bezweifle nicht, dass sie ihre Brüder dazu angestiftet hat, die Einbruchserie zu begehen, für die Sie ihn zu Gefängnis verurteilt haben. Komisch, oder? Da, Katha. Ecki. Hallo? Marie Sveen, haben wir angefangen. Und wo seid ihr jetzt? Johannes Zimmermann ist für mich erst einmal ein Bankräuber. Ein flüchtiger Bankräuber. Sehr gut, Overbeck. Wir müssen uns beeilen. Und dass seine Freundin ausgerechnet jetzt Wehen bekommt. Also der Zufall ist mir ein bisschen zu groß. Marie ist im 9. Monat schwanger, Overbeck. Sagt sie. Wer weiß, was sie wirklich unter dem Pullover versteckt. Das wird ein böses Ende nehmen. Eva hat recht. Weihnachten ist einfach nur ein Riesenschwindel. Eine Illusion. Passiert von Politikern und Konglomeraten, die die Konsumgesellschaft an der Sinnlosigkeit ihres Daseins ablenken und zu neuem Materialismus verführen wollen.
Und doch gibt es immer wieder Wunder. Du hast ja Nerven. Leute, bitte, das Baby kommt. Das heißt, Sie wollten heute Morgen einfach nur wissen, wo mein Sohn ist? Ja. Und danach kamen Sie dann zu mir. Und wo warst du? Er war mit uns unterwegs. Kommt, Jungs, ich habe der Polizei sowieso schon alles gesagt. Auch das mit unserer Schwester? Leute, es wäre wirklich prima, wenn uns jemand die Fesseln abnehmen würde. Bitte. Meine Mutter war früher Krankenschwester. Ja, und auf den Trick sollen wir jetzt reinfallen, oder was? Ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Wie weit ist sie denn? Ich glaube, es wird eine Hausgeburt. Oh mein Gott. Opa weg. Hey! Aber alles, was Johannes sagt, ist richtig. Unsere Schwester ist an allem schuld. Ah. Wer war jetzt schuld? Die Römer. Welche Römer? Ach, die. Und wo ist sie jetzt? Und es begab sich zu jener Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, alle Welt zu schätzen. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Die Täterin wird längst auf der Flucht sein. Aber erst, wenn sie die Beute hat. Ich dachte, sie hätten verschwiegen, wo sie das Geld versteckt haben. Na, habe ich auch. Aber das wird sie nicht davon abhalten, danach zu suchen. Eben. Hoffentlich hat sie die 250.000 nicht schon gefunden. Also los jetzt, Overbeck. Alex. Bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herden. Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte, fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch frohe Botschaft. Heute ist euch der Erlöser, welcher Christus der Herr ist, geboren in der Stadt Davids. Und das sei euch zum Zeichen. Was soll denn das? Wo ist Josef? Ihr solltet schon längst im Stall sein. Gewickelt in einer Krippe. Und das sieht ja peinlich aus. Du solltest doch mit dem Bart üben. Egal, jetzt los auf die Bühne. Lauf, rauf, rauf. In Windeln gewickelt. Wieder nichts. Hätten wir mal Weihnachten so gefeiert wie jedes Jahr. Ja, wie bei meinem Gepäck oder meiner Skiausrüstung. Man vermisst es erst, wenn es nicht mehr da ist. Die klemmt. Ja, lass mich mal. Entschuldigung. Denn euch ist heute der Heiland. Sicher, dass Sie diese Frau nie gesehen haben. Der Herr. Psst. Ich fahr doch leise. Nicht leise genug. In der Stadt Davids. Und das soll euch zum Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und sie kamen eilend und fanden die beiden, Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, brachten sie die Worte vor, die ihnen zu diesem Kind gesagt worden waren. Und alle, die die Worte der Hirten hörten, waren erstaunt. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Overbeck! Halt, Polizei!
Wir sind dann bei Christmas Go gegangen. Du noch in die Berge? Die Jungs haben mir gerade eine SMS geschickt. Da liegt nicht mal Schnee. Tja, vielleicht nächstes Jahr. Entschuldigung, aber kennt jemand einen Pizzaservice, der um die Zeit noch was bringt? Frohe Weihnachten. Seien Sie doch mal dankbar, dass Georg Sie überhaupt eingeladen hat. Um was zu tun? Dosen aus dem letzten Jahrhundert zu löffeln? Die sind für ganz besondere Gelegenheiten. Ja, so habe ich mir Weihnachten wirklich nicht vorgestellt. Ganz. Merry Xmas, Merle. PS, Oberbeck, du schuldest mir trotzdem noch 300 Euro. Ja, Springer. Na, endlich geht sie ran. Ich versuche seit Stunden zu erreichen. Was ist denn los? Was los ist? Das Geld. Wo ist das Geld? Sie haben versprochen, dass Sie es auf jeden Fall wiederbringen. Ja, ja, aber ich dachte, Sie sind so gut versichert. Hat wohl irgendein Idiot einen riesen Fehler gemacht. Also, haben Sie das Geld oder nicht? Es tut mir leid, das Geld wurde leider nicht gefunden. Sorry. Trotzdem. Fröhliche Weihnachten! Nein, warten Sie, hallo! Upon a star makes no difference who you are. Echt komisch mit dem Geld. Irgendwo taucht es bestimmt wieder auf. Fröhliche Weihnachten!